Ja, liebe Studierende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Dienstag, es ist 12 Uhr und somit wieder Covid-Ringvorlesungszeit. Es freut mich heute ganz besonders, dass ich Ihnen Professor Ramsey vorstellen darf, der Hallo. Ihnen heute dann wichtige Details, aber natürlich auch einen Überblick über immunologische Aspekte, gerade bei dieser Erkrankung ein besonders wichtiges Thema, vorstellen wird. Ich darf Ihnen kurz Professor Ramsey vorstellen. Professor Ramsey ist unweit von Tübingen geboren, in Tübingen glaube ich sogar. In Tübingen. Mensch. Sie sind dann in Rottenburg auf die Schule gegangen, habe ich gelernt, und hatten auch Biologie hier in Tübingen studiert, sind dann durchaus auch in die Welt gezogen, war in den USA am Scripps-Institut gewesen. Berufung darf man ja nicht, deshalb war ich weg. Genau, und hatten aber auch ihre Doktorarbeit am Max-Planck-Institut hier in Tübingen erstmal gemacht gehabt. Und eine weitere Station, DKFZ, Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und sind seit vielen Jahren hier in der Institution im Bereich der Immunologie. Und wir freuen uns deswegen, heute gerade diese Aspekte von Ihnen zu hören. Ein hochdotierter Wissenschaftler, aber nicht nur das, sondern auch ein mutiger Wissenschaftler, wie wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute noch erfahren dürfen. Das ist einfach. Weil es auch, ich sag mal, heroische Selbstversuche gibt. Nein. Für Sie nicht heroisch, für den einen oder anderen von uns vielleicht schon. Von daher werden wir diesen Teil vielleicht nachher auch im gemeinsamen Gespräch erörtern. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Ihren Input, Herr Ramsey, auf Ihren Vortrag. Vielen Dank fürs Kommen erstmal. Vielen Dank, Herr Zipfel. Ja, grüß Gott allerseits, herzlich willkommen zu dieser Videovorlesung. Schön, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind vor den Computern. Ich möchte heute etwas über die Immunantwort gegen Corona erzählen. Die Maus müssen Sie noch einstellen. Über die Immunantwort gegen Corona. Zunächst bringe ich Ihnen da einige wichtige Grundlagen zum Immunsystem. Geht gleich weiter. Die einige eigentlich schon kennen oder kennen müssten, oder alle eigentlich, aber ich möchte die nochmal hervorheben. Zunächst mal ganz wichtig, das adaptive Immunsystem ist gekennzeichnet durch ein Gedächtnis. Gedächtnis bedeutet, nach Erstkontakt mit einem Erreger, sei es durch Infektion oder durch Impfung, dauert es eine Weile, bis die Antikörper und auch die T-Zellen so hochkommen. Und dann erreichen sie ein Plateau, in der Zeit geht hoffentlich der Erreger weg. Und dann gehen die Antikörper wieder runter. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Gestern kam in der Zeitung, ist ja ganz schlimm, die Antikörper gehen wieder runter, wenn die Infektion vorbei ist. Das steht im Lehrbuch, ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wenn die gleiche Infektion dann aber wiederkommt mit dem gleichen Antigen, das blaue, dann geht die Immunantwort, also der Antikörperlevel, geht sehr viel schneller hoch und erreicht höhere Höhen. Da komme ich nachher gleich nochmal drauf zurück. Also es ist ganz normal, dass die Antikörper wenige werden nach Ablauf der Infektion. Ob das bei Corona besonders drastisch runtergeht, das weiß ich nicht. Jetzt die Zellen des adaptiven Immunsystems, die sind natürlich alle schon kennen. Das sind die B-Zellen, die machen die Antikörper, die CD4-Zellen regulieren die Antikörperbildung und die CD8-Zellen sind die Killerzellen, etwas vereinfacht gesagt. Nun erkennen die Antikörper freies Antigen, so wie es halt gerade als Protein oder anderes Molekül rumschwimmt. Die T-Zellen dagegen erkennen Antigen nur, wenn es als Fragment oder Peptid auf zellständigen HLA-Molekülen präsentiert wird. Und das sieht dann so aus, also das soll ein Zellverbund darstellen, das ist eine Zelle vergrößert. Wenn man die rumdreht und das HLA-Molekül anguckt, sieht man, dass das in der Zelle mit so Proteinbruchstücken, also Peptiden, beladen wird, dann an die Zelloberfläche gebracht wird und da kann es dann von den T-Zellen erkannt werden, wie auf der nächsten Folie zu sehen ist. Also die von HLA präsentierten Peptide werden dann von den T-Zellen erkannt, dann können die T-Zellen aktiviert werden. Jetzt ist noch die Frage, wie kommen denn diese Peptide auf das HLA-Molekül drauf, auf der Zelle? Da ist so, dass die Proteine in der Zelle drin prozessiert werden. Hier sieht man das Proteinfragment auf HLA präsentiert.
Und es ist die Frage, wie erkennen T-Zellen ihr Antigen? Das ist wieder das HAL-A-Molekül, was man hier sieht. Und das Blaue ist der T-Zell-Rezeptor, der hier die kleine längliche rote Struktur erkennt. Und in der Zelle drin werden ja jeden Tag ganz viele Proteine gemacht aus den zellulären Genen. Proteine sind natürlich Aminosäureketten, von denen hier ein Ausschnitt dargestellt sind. Und wenn eine Zelle virusinfiziert ist, dann macht sie natürlich auch Virusproteine, in diesem Fall Beispiel Influenzavirus. Und auch von diesen Proteinen werden in der Zelle Bruchstücke hergestellt, Peptide, in diesem Fall der Gilgschwistel aus dem Influenzavirus. Und der wird dann, also die Herstellung ist hier gezeigt, Protein wird durch diese Schnittmaschine, das Proteasom, zerschnitten und die Peptide werden dann auf HLA geladen und auf die Zelle gebracht. Jedes HLA-Molekül hat seine eigene Peptidspezifität und jeder Mensch hat ein anderes HLA-Molekül und daher ist die Antigenpräsentation und damit die Immunantwort eines jeden Menschen individual typisch. Hier sieht man nochmal ein HLA-Molekül der Klasse 1, wie der Kenner sieht, mit einem Peptid obendrin, das könnte das Gilgschwistel sein vom Influenzavirus und das wird dann von T-Zellen erkannt. Hier in etwas einer gröberen Darstellung sieht man auch wieder das Gilgschwistel-Peptid auf dem HLA-A2-Molekül präsentiert. Und da oben, das ist der T-Zell-Rezeptor und der kennt immer beides, Peptid und HLA. Und man sieht an diesen Puzzlebestandteilen, dass das Gilgschwistel nicht auf HLA-B8 passt und umgekehrt. Und dass der T-Zell-Rezeptor für dieses Influenza-Peptid nicht auf ein anderes Influenza-Peptid auf einem anderen HLA-Molekül passt. Nun gibt es sehr viele HLA-Moleküle in der Menschheit. Jedes HLA-Molekül hat eine andere Peptidspezifität. Wir nennen das Peptidmotiv. Daher sehen die T-Zellen eines jeden Menschen eine andere Auswahl von Peptiden eines gegebenen Proteins. Und das erklärt einerseits, warum die Immunantworten von Menschen so stark unterschiedlich sein können. Ein großer Einfluss dabei kommt sicher vom HLA-System. Und hier sieht man einen schöne Darstellung der Vielfalt der HLA-Moleküle und deren Peptidspezifitäten, Peptidmotive. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den häufigsten. Es gibt tausende von verschiedenen HLA-Molekülen in der Menschheit. A2 ist sehr häufig, A1 auch relativ häufig. Und die zeichnen sich alle durch unterschiedliche Peptidmotive, Peptidspezifitäten aus. A1 zum Beispiel hat gerne ein D, Aspartat ein 3 und ein Y, ein 9, Tyrosin. A2 hat gerne ein L, ein 2 und ein L oder V, ein 9. Kommen wir gleich nochmal drauf. Mit Hilfe von dieser Peptidmotive kann man nun auch die von T-Zellen erkannten Peptide zum Beispiel aus einem Virusprotein vorhersagen und danach dann definitiv bestimmen. Das kommt nachher noch ein paar Mal vor, auch für unseren Corona-Impfstoff. Wir kennen uns damit aus mit diesem Gebiet, also Viruspeptide zu bestimmen. Hier gezeigt in einer schönen Publikation vom März diesen Jahres in JXMed über CMV, also Zytomegalovirus-Epitope. Das will ich nur zeigen, einerseits, um zu zeigen, dass wir uns da auskennen. Andererseits ist das eine Liste von Peptiden, die häufig von mehr als der Hälfte der sehr vielen Menschen erkannt werden mit ihren T-Zellen. CMV ist ein chronischer Virus, viele Menschen sind infiziert. Und hier sehen wir die A2-Peptide. Man sieht LN2 und V oder LN hinten, 9 oder B44. Da sieht man EN2 oder Y am Ende, so wie wir das vorher gesehen haben. B44 etwa hat EN2 und F oder Y am Ende. Jetzt kommen wir zum ersten Mal zum Coronavirus, SARS-CoV-2. Das ist ein RNA-Virus, der eine Hülle hat. Und auf der Hülle ist das Spike-Protein drauf. Und das ist das Zielantigen von den meisten Impfstoffentwicklern. Das Ziel ist, Antikörper gegen dieses Spike zu entwickeln, die dann den Virus neutralisieren sollen. Wie gesagt, die meisten Impfstoffe versuchen, Antikörper direkt gegen das Spike zu induzieren, zum Beispiel mit RNA oder mit Adenovirus-Konstrukten. Bei RNA ist wichtig, dass die Formulierung so ist, dass auch eine Immunantwort ausgelöst wird. Das wird etwa von BioNTech oder CureVac mit so Nanopartikeln gemacht. Oder es gibt auch Adenovirus-Konstrukte, etwa die Oxford Vaccine Group oder dieses schöne Paper aus Lancet von Zhu et al. Die zeigen Immunantworten gegen Spike. Bei den Adenoviren ist das Problem, dass die meisten Menschen schon oder viele Menschen schon
Immunität gegen Adenovirus haben und das vermindert dann die Impfeffektivität, wie diese Gruppe schon gezeigt hat. Jetzt, wie ist das in dem Zusammenhang mit den B-Zellen und den T-Helferzellen? Das ist ein Bild aus meiner Grundvorlesung. Das ist eine B-Zelle, das ist ein Antikörper, das sitzt zu Beginn auf der B-Zelle oben drauf und wenn der ein Antigen erkannt, hier in Rot, zum Beispiel das Spike-Protein vom Coronavirus, dann wird alles in die Zelle hineingebracht durch eine Art Phagozytose, rezeptorvermittelte Aufnahme. Und dann wird von dem, das ist wichtig, von dem roten Antigen ein kleines Bruchstück gemacht, ein Peptid, und auf dem HLA, auf einem HLA-Molekül der B-Zelle präsentiert. Und dann kommt die B-Zelle dazu und die B-Zelle instruiert, die CD4-T-Zelle kommt dann dazu und die T-Zelle instruiert die B-Zelle, was sie jetzt machen soll, über Zytokinausschüttung zum Beispiel. Also die CD4-T-Zelle macht dann Zytokine und dadurch wird der B-Zelle gesagt, was sie jetzt machen soll, dass sie jetzt zum Beispiel IgG machen soll, statt IgM, was die B-Zelle immer zuerst macht, oder dass sie eine Affinitätsreifung durchführen soll, was dann eben bessere Antikörper gibt. Wir haben ja schon vor vielen Jahren mit RNA immunisiert, wir haben das ja erfunden in Tübingen, die RNA-Vakzinierung, und haben da schon gesehen, dass wir Killerzellen induzieren können, das ist ein Killer-Assay, die schwarzen Punkte zeigen jetzt die Lyse von Zellen, die mit dem Modellantigen Beta-Galactosidase transfiziert waren. Und man sieht auch rechts unten, dass wir da Antikörper gesehen haben, und zwar IgG-Antikörper. Und daraus nach Vakzinierung mit RNA für das Modellantigen. Und da das IgG-Antikörper sind, können wir schließen, dass wir nicht nur CD8, T-Zellen, Killerzellen und Antikörper induziert haben mit dieser RNA-Impfung, sondern auch CD4-Zellen. Denn ohne CD4-Zellen hätten die B-Zellen in diesen Mäusen keine IgG-Antikörper machen können. Jetzt komme ich gleich auf unsere Analysen zur Peptidfindung vom Coronavirus. Als im Januar die erste Sequenz rauskam von chinesischen Kollegen, von dem Arbeiter vom Fischmarkt in Wuhan, haben wir die Sequenz gleich benutzt, um Peptide zu suchen, vorherzusagen mit unseren Peptidmotivmethoden, die auf HLA-Molekülen präsentiert werden. Und da kam dann eine Liste raus von solchen Peptiden. Die haben wir dann machen lassen. Und die haben dann in unserer Abteilung machen lassen durch die Gruppe von Stefan Stefanovic. Damit habe ich mich dann immunisiert und habe dabei vor allem auch nach Peptiden geguckt, die von diesen B-Zellen präsentiert werden und eben von den Helfer-T-Zellen erkannt werden. Also wenn die, jetzt ist der Pointer wieder weg, man sieht es, dann fällt, das ist okay so. Also wenn die B-Zelle den ganzen Virus sieht, dann müssten alle Peptide von allen Virusproteinen entsprechende CD4-T-Zellen aktivieren. Und da habe ich mir die Peptide da rausgesucht, aus dem Virus, passend zu meinem HLA, A1 und B8, und habe dann immunisiert, das muss ich jetzt etwas kürzer machen, mit einem Adjuvans, was wir schon länger bearbeiten, seit 30 Jahren, denn ein Problem ist, mit Peptiden alleine kann man nicht, das gibt keine Immunantwort, man muss das verknüpfen mit einem starken Adjuvans, Impfverstärker, gibt es für den Menschen noch nicht, für den Maus wohl, und aufgrund dieses Pamtoazist-Moleküls aus der Zellmembran von E. coli haben wir dann relativ kürzlich dieses Designermolekül gemacht, das hat Karl-Heinz Wiesmüller gemacht. Das hat den Vorteil, ist genauso effizient wie das damals, was wir in der Maus genommen haben, ist aber wasserlöslich, leicht zu reinigen und deshalb besser geeignet für eine Arzneimittelherstellung. Und wir haben das als Adjuvans entwickelt. Ich habe das an mir ausprobiert, funktioniert sehr gut. Und hier zeige ich, das war vor ein paar Jahren, Immunisierung mit 5 CMV-Peptiden. Also mit CMV kennen wir uns aus, habe ich ja schon gesagt. Und nach einer einmaligen Injektion von diesen Peptiden mit dem Adjuvans XS15, nennen wir das, haben wir eine sehr starke Immunantwort, CD4-Antwort gesehen und auch eine CD8-Antwort, die das schwächer war, die man aber durch In-vitro-Stimulation der T-Zellen dann auch darstellen konnte. Und das habe ich jetzt mit dem gleichen Adjuvans mit diesen Peptiden immunisiert, also mich unter die Haut am 6. März.
und habe dann auch wieder eine sehr schöne Immunantwort gesehen gegen die CD4-Peptide, das sind diese drei da, als eine neue T-Zell-Antwort gegen die SARS-CoV-2-Nukleokapside und Envelope-Peptide. Was man hier auch sehr schön sieht, das sind zwei CMV-Peptide, die vor 2017 schon in gleicher Weise appliziert habe. Und da sieht man wieder schön das immunologische Gedächtnis. Antwort geht hoch, geht dann wieder runter. Und was wir sind hier an diesem Ast hier mit dem unteren Peptid, dem Klasse 2 CMV-PP65-Peptid. Nach 3 Jahren ist dann noch was da von der Antwort, und zwar ex vivo im Elisabeth messbar. Das bedeutet, es ist eine starke T-Zell-Induktion gewesen. Und das ist die, praktisch der Boosting-Effekt, die Memory-Response. Nochmal immunisiert damit, das hatte ich ja als Kontrolle reingetan, eine sehr starke Immunantwort wiederum. Das bedeutet, dass wir also in der Lage sind, sehr schnell und stark CD4-T-Zellen zu induzieren. Und das sind da wahrscheinlich die wichtig, möglicherweise die wichtigeren hier. Und da haben wir uns überlegt, einen Impfstoff zu machen, einen T-Zell-induzierenden Impfstoff, der möglicherweise auch therapeutisch angewendet werden kann, mit dem Ziel, schnelle Induktion von CD4-T-Helferzellen, die dann die patienteneigenen B-Zellen aktivieren sollen. Und wir wollten extra reine T-Zell-Epitope haben, möglichst keine Antikörper-Epitope. Warum? Weil die Befürchtung besteht, dass mit den falschen Antikörpern, dass man da sogenannte Enhancing-Antikörper kriegt, also wenn man die falschen Antigene nimmt. Enhancing-Antibodies heißt, die würden die Infektion noch viel noch schlimmer machen. Da gab es Fälle in den 60er Jahren in Kanada gegen ein Virus, was auch die Lunge betrifft. Da waren die immunisierten Kinder, waren das damals, hatten einen viel schlimmeren Verlauf als die nicht immunisierten, und das war auf die sogenannten Enhancing-Antibodies zurückzuführen, und das Paul-Ehrlich-Institut ist da sehr, hat Angst davor, dass man das hier auch induziert. Deshalb haben wir bei unserem Ansatz möglichst alle Antikörper-Epitope weggelassen, haben unsere Freunde Yan Ying Yang und Michael Red in Freiburg gebeten, mal zu gucken im Spike-Protein, wo da Peptide liegen, die nicht für Antikörper zugänglich sind, wie dieses Swadis-Peptid, das ist buried, also vergraben im Spike-Protein, da sitzt im Spike-Protein ganz unten, ist also für Antikörper nicht zugänglich. Wir haben ein anderes Peptid hier, der Pinel, das sitzt oben drauf auf dem Spike am Rand etwa, wäre also für Antikörper zugänglich. Solche wollten wir vermeiden und haben deshalb diese 10 Peptide zusammengestellt. Die habe ich auch wieder an mir ausprobiert. Und das mit dem blauen Pfeil ist ein Spike-Peptid. Vaccinierung war hier am 3. April, am 8., also nach 5 Tagen, das ist das mit dem blauen Pfeil, war noch keine Antwort zu sehen, aber nach 12 Tagen, am 15. April, war eine schöne, starke T-Zell-Antwort da. Das heißt, wir sind in der Lage, mit dieser Art der Vaccinierung mit Peptiden und dem Adjuvans XS15 starke und schnelle CD4-T-Zell-Antworten zu induzieren. Daneben haben wir die Gruppe von Juliane Walz, die tatsächlich natürlichen T-Zell-Antworten in Infizierten untersucht, in 180 SARS-CoV-2-Infizierten hier in Tübingen, mit diesem sehr großen, sehr motivierten Team. Vorgehensweise war ähnlich wie, was ich zuvor erklärt habe. Wir nehmen die HLA-Motive, die wir kennen, sagen damit die Peptide vor für HLA Klasse 1 und Klasse 2 und 100 Klasse 1 Peptide und 20 Klasse 2 Peptide, HLA-DR-Peptide, wurden vorhergesagt, synthetisiert und getestet im Blut, also auf T-Zellen vom Blut dieser 180 Immunisierten und 180 Nicht-Immunisierten. Und da haben wir sehr schöne Daten erhalten. Ich kann nicht drauf zeigen, aber die obersten 5 Reihen zeigen T-Zell-Antworten gegen solche DR, also Klasse 2 Epitope, Helfer-T-Zell-Epitope. Und die Prozentzahlen zeigen, über die Hälfte der untersuchten, infiziert gewesenen haben T-Zellen gegen solche, gegen diese Peptide. Mit Klasse 1 Peptiden ist es ähnlich, nur ist das viel komplexer. Und da sind die Peptide in jedem Menschen anders. Das ist der Beginn einer langen Liste. Wir konnten auch in Klasse 1 Peptide, also CD8-Zellen, finden in den infizierten Leuten. Aber für einen Impfstoff sind die
Peptidimpfstoff sind die jetzt nicht so geeignet. Deshalb haben wir uns überlegt, nur einen reinen CD4-Epitop enthaltenden Impfstoff zu verwenden. Sehr wichtig in dieser Studie war noch, dass etwa 10% der Infizierten gar keine Antikörper machen. T-Zellen machen alle, aber 10% machen gar keine Antikörper. Und das sind die Leute, die die besten Verläufe haben. Das heißt, die T-Zellen können alleine mit dem Virus fertig werden, brauchen nicht unbedingt Antikörper dazu zu induzieren. Und das erklärt, warum manche Leute die Infektion überstanden haben und sich wundern, warum sie gar keine Antikörper haben. Und das heißt dann, dass die T-Zellen wahrscheinlich alleine mit dem Virus fertig geworden sind. So ist unsere Überlegung, einen Impfstoff zu entwickeln mit solchen Peptiden, Klasse 2 präsentierte SARS-CoV-2-Peptide, die wir in den infizierten Menschen gefunden haben. Netterweise hat das MWK Baden-Württemberg gerade letzten Freitag eine Förderzusage dafür gegeben, dass wir diese Studie durchführen können. Und hier ist die Überlegung, warum sagen wir, dass es vor allem die Risikogruppen sind? Weil wir wissen, dass in alten Menschen gerade die CD4-T-Zellen weniger werden und nicht etwa die B-Zellen. Da gibt es in Tübingen auch eine Immunseneszenzarbeitsgruppe von Graham Pavlovich, die das seit Jahren untersucht hat. Also wir denken, wenn wir in den alten Leuten die CD4-Zellen aktivieren, dann hilft das den B-Zellen, die da in den Menschen drin sind, wenn sie mit Virus in Kontakt treten und das erkennen. Hier sind dann die Peptide, die wir rausgesucht haben. Das sind die mit dem grünen Stern, sind für den Impfstoff vorgesehen. Der Antrag ist jetzt für die Impfstoffstudie ist jetzt beim Paul-Ehrlich-Institut. Wir hoffen, dass seit 2 Wochen etwa, wir hoffen, dass sie nicht mehr allzu lange brauchen. Diese grün markierten Peptide sind die, die an mir selber schon ausprobiert habe. Sie sehen, ich stehe hier, also schädlich ist das nicht. Und wir können diese Peptide in Tübingen selber herstellen, aber nur, weil wir das GMP-Center für individualisierte Substanzen haben, geleitet von Stefan Stefanovic und seinem Team. Und wir sind sehr stolz, dass wir ein Herstellungserlaubnis für solche Peptidimpfstoffe haben. Eigentlich war die Motivation, Krebsimpfstoff zu machen, was wir auch weiterhin machen und nach Ablauf der Corona-Pandemie wieder verstärkt aufnehmen werden. Aber so eine Herstellungsmöglichkeit für Arzneimittel als Substanzen, also als Peptidimpfstoff, das hat sonst keine andere Universität. Damit bin ich zum Glück zum Ende mit 7 Minuten Verspätung. Tut mir leid, aber das lag an technischen Problemen. Ich danke allen so engagiert Mitarbeitenden und wir danken den Freiwilligen mit und ohne Infektion, die uns ihr Blut für die Forschung gelassen haben. Vielen Dank. So, ja, vielen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Ganz vielen sehr aktuellen Befunden und an der Stelle auch schon mal von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch, dass das geklappt hat mit der Bewilligung. Wir haben in der kurzen Vorbesprechung schon mal angesprochen, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Genau. Ich bin sehr dankbar dem MWK. Genau, und vielleicht an der Stelle schon sozusagen die Rückfrage oder eine der ersten Rückfragen. Alle warten auf den Impfstoff. Wir hatten heute Morgen eine Sitzung auch im Rektorat, wo es natürlich auch um das kommende Wintersemester geht. Wie können wir an der Stelle wieder den Lehrbetrieb aufnehmen? Und das gilt natürlich für die Gesellschaft draußen auch. Und eine Frage, Herr Ramsey, ist, wie oder arbeiten Wissenschaftler, die gerade jetzt an der Herstellung oder Konzipierung von immunisierenden Substanzen, Impfstoffen sind, eigentlich zusammen? Also gibt es da... Nein. Das kam schnell und klar. Das sind da Konkurrenten, soweit das Firmen sind. Wir sind eine Ausnahme, wir sind eine Universität. Wir arbeiten mit allen zusammen, die das wollen. Aber die Firmen unter sich, das sind Konkurrenten. Was ich nicht so gut finde, es wäre viel besser, wenn Universitäten, akademische Einrichtungen wie etwa die Oxford University, wenn es da mehr von denen gäbe, die auf akademischer Ebene solche Impfstoffe entwickeln. Genau, weil da haben Sie den nächsten Hinweis schon gegeben und da kommt auch eine der ersten Rückfragen.
von gut informierten Studierenden, die eben ja auch sagen, CureVac, eine ganz wichtige Firma hier mit, kann man glaube ich an der Stelle sagen, eine Ausgründung auch. Und Sie waren da ja sehr beteiligt, Herr Ramsey. Ja. Stellt ja auch oder entwickelt auch einen mRNA-basierten Impfstoff. Das hatten Sie auch kurz gezeigt. Und die Frage war nochmal sozusagen, was Vor- und Nachteile dieser Technologie vielleicht auch ist im Vergleich zu anderen. Sie haben das schon angedeutet, aber wenn Sie das vielleicht nochmal kurz aufgreifen, diese Frage. Der Vorteil der RNA-Vakzinierung ist, dass man die RNA schnell und in großen Mengen herstellen kann, wenn man mal die Einrichtung dafür hat, die GMP-Produktionsstätte für RNA. Dann kann man das sehr schnell machen und skalieren. Das ist der große Vorteil von der RNA. Aber bei den Peptiden haben wir das Problem, jedes Peptid ist anders, das muss man jeweils separat evaluieren. Wir haben das im Griff. Aber mit der RNA kann man sehr schnell große Mengen herstellen von RNA für einen bestimmten Infektionserreger. Und CureVac hat da schon lange darauf hingearbeitet, neu auftretende Erreger mit solchen neuen Impfstoffen zu bekämpfen. Und jetzt ist sozusagen der Fall eingetreten. Genau, und eine weitergehende Frage. Wie unterscheidet sich Impfstoffentwicklung an der Universität, also beispielsweise in Ihrem Institut und in der Pharmaindustrie? An der Universität ist eine Impfstoffentwicklung überhaupt gar nicht vorgesehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir machen das halt, weil wir haben uns auf personalisierte Krebsimpfung spezialisiert. Das machen wir schon, entwickeln wir schon seit mehreren Jahren. Und deshalb war es relativ leicht oder eigentlich naheliegend, das halt auch mal mit den Viruspeptiden zu probieren. Das ging in diesem Fall recht schnell, weil ich keinen Antrag stellen musste, weil ich das in einem Menschen gleich ausprobiert habe, ohne ein Verbrechen zu begehen. In Firmen ist das nicht möglich. Und der Mensch waren Sie an der Stelle. Ja, natürlich. Genau. Und eine weitergehende Frage. Vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das ein Paper, was hier jetzt zitiert wird, von Long in Nature Medicine, da gab es eine veröffentlichte Studie, wo es von einer nachlassenden Immunität nach Infektionen, und Sie hatten das angedeutet gehabt, dass das sozusagen auf der einen Seite ganz normal ist, dass sozusagen unser Körper so reagiert oder auf eine erste Kontakt mit einem entsprechenden Agens. Und die Frage, die, glaube ich, derzeit alle bewegt, ist das jetzt eine Sondersituation? Und Sie haben gesagt, und ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch, dass wir das wahrscheinlich noch gar nicht sagen können. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht systematisch verglichen. Aber alle anderen Infektionen geben eine langanhaltende Immunität. Jetzt haben wir ja neben Ihrem Institut schon CureVac angesprochen und Sie haben auch weitere Firmen auf Ihrem Slide drauf gehabt, auch andere Firmen aus Deutschland. Und eine der Sorgen, die Gesellschaften, Länder derzeit haben, ist ja nicht nur kriegen wir bald einen Impfstoff, sondern kriegen wir den dann auch sozusagen breit verteilt, also dass in dem Fall dann tatsächlich nicht nur Egoismen von einzelnen Ländern, sondern tatsächlich sozusagen wir als Weltgemeinschaft auch darauf entsprechend reagieren. Und was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass ein Vorteil der mRNA-Technologie ist, dass man relativ rasch auch viel Impfstoff herstellen kann. Ist das richtig, wenn ich das so sage? Das ist vollkommen richtig und das sind die beteiligten Firmen, haben ja Kapazitäten geschaffen oder machen die noch, um Millionen von Impfdosen herzustellen. Also von CureVac weiß ich das, dass sie können das relativ schnell dann machen. Aber das kann man natürlich erst, die Produktion sollte man erst anfangen, wenn man zeigt, dass der Impfstoff auch funktioniert. Und das ist ein Problem, wenn man das macht, gesunde Leute, die noch nicht infiziert sind, impfen mit irgendwas, RNA oder sonst was, da muss man lange warten, bis zufällig mal ein paar infiziert werden, dass man den Erfolg sehen kann. Genau. Mit unserem Impfstoff ist das anders, mit unserem Peptidimpfstoff. Wir haben den ja so konzipiert, dass man auch bereits Infizierte damit noch impfen kann. Also wir wollen das in den ersten 3 Tagen nach Infektion in alten Leuten machen.
also in der Annahme oder unter der Hypothese, dass dann die CD4-Zellen schnell aktiviert werden, wie ich gezeigt habe, und dass dann die patienteneigenen B-Zellen sehr schnell Antikörper produzieren und dass diese Antikörper dann zusammen mit den induzierten T-Zellen ein Virus viel schneller wegkriegen als nicht. Also wenn wir das mal machen dürfen, bereits infizierte Menschen zu immunisieren, dann können wir innerhalb von 14 Tagen sehen, ob der Impfstoff wirkt oder nicht. Und wenn er im therapeutischen Setting so wirkt, wie wir es uns das vorstellen, ist damit automatisch auch gezeigt, dass er im prophylaktischen Setting auch funktionieren muss. Und das dürfen, Sie haben eine wichtige Institution benannt, das Paul-Ehrlich-Institut. Vielleicht auch für unsere Studierenden nochmal, was müssen Sie tun, damit diese Institution dann Ihnen eine Erlaubnis erteilt? Wir haben den Antrag gestellt, mehr können wir gerade nicht machen. Okay, aber nur nochmal für Studierende, weil die wissen das nicht alle. Also man muss einen, denke ich, relativ ausführlichen. Das ist ein langwieriger Prozess, man macht erst ein Scientific Advisory Meeting mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das hatten wir im April oder so gemacht. Und da kamen einige Hinweise, wir sollten es anders machen als geplant. Wir sollten nicht im Altersheim anfangen, sondern erst junge, gesunde Leute, was ist natürlich normal für so eine Zulassungsbehörde, dass sie das verlangen. Und nach dem Scientific Advisory-Gespräch stellt man die Studie auf, macht ein Studienkonzept, einen Studienplan und schickt den dann wieder hin an die Behörde und die guckt sich dann an und guckt, ob alle Auflagen, die im Scientific Advisory-Gespräch gemacht wurden oder Hinweise, ob die erfüllt wurden. Meistens kommen dann noch weitere Rückmeldungen, dass man nochmal was ändern soll. Und dann wird die klinische Studie zugelassen, also erlaubt oder auch nicht. Und jetzt hören wir ja an verschiedener Stelle, dass wir eine ziemliche Beschleunigung eigentlich haben dieser Prozesse. Also Sie sind ich merke nichts davon. Doch, es stimmt, wir haben die Herstellungserlaubnis für uns Adjuvants etwas schneller bekommen. Okay, weil das wäre genau nämlich die Frage gewesen. Sie haben ja langjährige Erfahrung in den Genehmigungsprozessen und wir hatten das auch schon in dieser Runde gehabt, wo wir ja auf der einen Seite beispielsweise ein Ethikvotum brauchen oder ne, also Sie als das Wissenschaftler. Haben wir bekommen für diese Studie. Vielen Dank an die Kommission. und dann eben diese anderen Hürden zu nehmen sind und normalerweise ist das ein Prozess, der ja eher in Jahre als Wochen funktioniert. Ist das richtig, wenn ich das so sage? Jahre ist richtig, ja, und es stimmt schon, es ging schneller in diesem Corona-Fall, das stimmt. Genau, weil wir natürlich... Es ging mir nicht schnell genug, aber es ging schneller. Genau, und Sie haben ja auch gesagt, wie Sie sozusagen zumindest N gleich 1 sozusagen diesen Prozess auch schon mal ein bisschen abgekürzt haben. Das gilt überhaupt nicht. Das war keine kontrollierte klinische Studie. Genau. Das Paul-Ehrlich-Institut darf das nicht berücksichtigen, ist aber trotzdem an den Ergebnissen interessiert. Okay. Ja, eine Frage, die hier auch noch von einem unserer Studierenden wahrscheinlich kommt. Was weiß man über die Immunität nach durchgemachter Infektion? Können Sie dazu was sagen derzeit? Weil das ist da gibt es sehr viele Daten von unserem Paper, was ich erwähnt habe. Das ist ja schon auf einem Preprint-Server. Das habe ich ja die Nummer angegeben, die DOI-Nummer. Da kann man das nachlesen. Da sind sehr viel mehr interessante Daten drin, als ich jetzt in der kurzen Zeit sagen konnte. Zum Beispiel steht da drin, dass die CD4-Antwort in der Regel sehr viel stärker ist als die CD8-Antwort. Das heißt, die Helferzellen sind wahrscheinlich das Wichtigste. Und die Studentin soll sich mal dieses schöne Paper angucken im Preprint-Stadium. Wir hoffen, dass wir das demnächst auch richtig publiziert kriegen. Genau, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, weil das auch nochmal die Wissenschaft und den Austausch beschleunigt hat, dass es sowas gibt, eben unterdessen wie Preprint. Also wir haben unsere Ergebnisse sofort am Preprint-Server reingestellt, inklusive der Sequenzen. Anders eine Firma würde das nie machen, aber unser Ziel war natürlich, dass die Kollegen in Mexiko und in New York und sonst irgendwo möglichst schnell die Ergebnisse wissen und möglicherweise auch selber so ein Peptidimpfstoff vielleicht ausprobieren können. Genau, da haben Sie jetzt gerade noch mal auf den
wichtigen Unterschied zwischen vielleicht Firmeninteressen und einer universitären Sicht. Unsere Studierenden interessieren sich an der Stelle nochmal, was würden Sie als Berater der Firma CureVac nahelegen, wenn es in Richtung Produktion und Bereitstellung vielversprechender Impfstoffe geht? Das ist eine schwierige Frage. Ein Ratschlag wäre, macht keine Mausexperimente, geht gleich in den Menschen, wurde aber nicht befolgt. Ich weiß nicht, was ich sonst für Ratschläge geben soll. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Okay. Eine weitere Frage hier war noch von Studierenden, dass das inflammatorische System ja auch ein besonderes Problem bei der Covid-19-Infektion tatsächlich ist. Und auf der einen Seite versucht man das zu unterdrücken. Und Sie hatten das ja auch schon angedeutet, wie sozusagen die immunologische Antwort ist. Sie haben auch das Beispiel gebracht, dass eine Vakzinierung, die fehlgeschlagen war und die, glaube ich, jetzt gerade vom Paul-Ehrlich-Institut als eine zu berücksichtigen Aspekte sozusagen relevant ist. Das sind einerseits die sogenannten Enhancing Antibodies, die ein Problem vielleicht darstellen, die man aber schon testen kann, auch in vitro zum Teil gibt es da Tests. Aber was Sie angesprochen haben, dieser Zytokinsturm, das ist ein ganz anderes Problem. Der wird wahrscheinlich von T-Zellen gemacht oder von anderen Immunzellen in der Lunge, vielleicht auch von Innate-Immunzellen. Das ist ein Problem, das kriegt man zum Teil, kann man das behandeln, also die Symptome behandeln, zum Beispiel mit der Wunderdroge, Cortison, Dexamethason wird ja entdeckt als ein Wundermittel, um diesen Zytokinsturm zu reduzieren. Es gibt andere Mittel dieser Art, die sehr hilfreich sein können. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Small Molecule Inhibitors, die da sicher hilfreich sein können. Aber man würde diesen Zytokinsturm oder diese immunpathologischen Probleme wahrscheinlich nicht bekommen, wenn man von Anfang an eine starke Immunantwort hätte, Antikörper und CD4 und CD8-T-Zellen, die den Virus schnell wegkriegen. Nur eine schlechte Immunantwort oder schwache Immunantwort erlaubt wahrscheinlich, wird der Grund dafür sein, dass die Viren im Körper länger persistieren können und dass die nicht so erfolgreichen T-Zell- und B-Zell-Antworten dann halt mit der Zeit zu diesen nicht gewollten immunpathologischen Problemen führen. Sie hatten auch noch hingewiesen auf die Notwendigkeit eines Adjuvants, das sozusagen Zusammenspiel, so hatte ich es verstanden, sozusagen zwischen dem jeweiligen Adjuvants und dem Teil des Proteins. Letztendlich vielleicht die Kunst ausmachen, einen wirksamen Impfstoff dann zu haben. Genau, das Grundproblem ist, eine T-Zelle braucht eine sogenannte aktivierte dendritische Zelle oder andere antigenpräsentierende Zelle. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Aber das ist der Zweck von einem Adjuvans. Auch während einer normalen Immunantwort müssen erst diese dendritischen Zellen über die sogenannten Toll-like-Rezeptoren aktiviert werden. Und ein Toll-like-Rezeptor-Ligand ist das XS15, was ich erwähnt habe, also die Substanz aus E. coli. RNA selbst ist ein Toll-like-Rezeptor-Ligand für TLR7, macht das also von alleine. Bei jedem Impfstoff braucht man diese Erstaktivierung der dendritischen Zellen oder allgemein der antigenpräsentierten Zellen. Und erst dann können die T-Zellen das Antigen darauf erkennen und aktiviert werden. Okay. Also bei der RNA ist es TLR7, das ist in den RNA schon drin, dieser TLR-Ligand. Wichtig ist aber da, dass man die Formulierung so hinkriegt, dass die auch zur Wirkung kommen kann, dass die dendritischen Zellen auch aktiviert werden. Bei den Viruskonstrukten ist es wahrscheinlich leichter, weil Viren sowieso eine Reihe von Toll-like-Rezeptor-Liganden oder anderen Molekülen haben, die das angeborene Immunsystem, also dendritische Zellen, aktivieren. Aber ohne so ein Adjuvans geht es nicht. Ich glaube, das war auch nochmal eine ganz wichtige Klärung an der Stelle. Die Studierenden hatten jetzt akut keine weiteren Fragen, werden sich sicher beschäftigen noch mit dem ein oder anderen Hinweis.
Sie auch hinterlegt haben in Ihrer Präsentation. Herr Ramsey, ich möchte Sie als Wissenschaftler gerne noch fragen. Sie haben ja jetzt letzte Woche das Go vom Ministerium gekriegt. Wenn man sich diese Größenverhältnisse vorstellt, sozusagen eines signifikanten, aber umschriebenen Förderbetrags zu dem, die man jetzt auch irgendwie über die verschiedenen Medien hört, dann ist natürlich die Frage, was kann Ihre Mannschaft sozusagen in einem nächsten Schritt damit schon erreichen? Können Sie das nochmal so skizzieren zumindest? Das ist einfach, wenn wir zeigen können, dass dieses Vorgehen, dieser Impfstoff funktioniert. Wenn wir zum Beispiel im Altersheim Leute impfen dürfen, das war die dritte Phase unseres Antrags ans Paul-Ehrlich-Institut, und zeigen, dass die Leute nach Infektion, die wir geimpft haben, viel schneller Antikörper bilden und Virus loswerden, verglichen zu einer Vergleichsgruppe. Das wäre der Beweis, dass diese Impfung funktioniert. Und dann könnte man das sehr schnell skalieren. Und wenn wir das zeigen können, dann wird von alleine das Interesse dann geweckt werden. Ja, und wir sind an der Zeitgrenze. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Stichwort sozusagen, dass wir Ihnen, aber uns natürlich als Standort Tübingen auch wünschen, dass Sie erfolgreich sind, dass Sie auch, so wie Sie es aufgezeigt haben, dann einen weiteren, hoffentlich wirksamen Impfstoff bald, und über das bald haben wir jetzt heute noch nicht gesprochen, aber bald ist ja immer noch so eine Dimension von vielleicht im nächsten Jahr. Nein, also wenn wir jetzt die Genehmigung bekommen vom Paul-Ehrlich-Institut, können wir im August hoffentlich anfangen, erstmal gesunde Leute zu impfen und im späteren Stadium dann eben die bereits Infizierten oder auch die Risikogruppe. Mhm. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann können wir sehr schnell zeigen, dass dieser Impfstoff funktioniert. Im Gegensatz zu den 120 Nein, es sind nicht Mitbewerber, sondern Leute, die Impfstoffe entwickeln. Wir haben da keine Mitbewerber, sondern wir sind eine Universität. Wir versuchen halt, das zu machen. Aber wenn wir das zeigen können, sehr schnell, dann wird sich das von alleine wahrscheinlich eskalieren. Und ich nehme an, dass dann die Kollegen in Brasilien oder Mexiko oder sonst irgendwo dann auch so einen T-Zell-induzierenden Impfstoff schnell ausprobieren wollen. Und den dann halt auch selbst herstellen können. Wir wären da gerne behilflich dazu. Ja, dann drücken wir Ihnen und uns an der Stelle tatsächlich allen auch die Daumen. Ich danke Ihnen für den schönen Vortrag und vor allem auch für den Einsatz, den Sie nicht nur hier heute, sondern die letzten Monate natürlich auch an der Wissenschaftsfront geleistet haben. Und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Bis nächsten Dienstag. Dann zur vorletzten Veranstaltung mit Professor Urban Wiesing.